Hallo und nochmal, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Und wie ich in letzter Woche schon mal angekündigt habe, habe ich erstmal ein paar Wochen Damen, um meine Damenquote so ein bisschen zu erhöhen. Und heute habe ich mir mal eine junge Dame eingeladen, die uns ganz viel zu erzählen hat. Sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Geomar. Und da ist natürlich auch nicht viel gemacht worden in letzter Zeit, denn die haben auch natürlich unter Corona sehr gelitten und darüber erzählt sie uns gleich. Aber ich möchte sie natürlich erstmal vorstellen. Ich sitze jetzt hier mir gerade gegenüber an Christine Montano. Das ist richtig. Gut behalten. Ich habe das so ein bisschen, den Namen so ein bisschen verzögert. Sie möchte nämlich nicht sagen an Christine. Ich denke, dass man denkt, das ist ein Wort, ist aber nicht. An Christine, ist richtig, ne? Genau, einfach an Christine. Das ist schon ein Name, aber es ist genau ein Aber du schreibst sie auseinander. Genau, es schreibt sich nämlich auseinander. Ja. Und die Leute lassen sich dann auch gern wilde Abwandlungen von dem Namen einfallen. Deswegen ist mir das tatsächlich dann irgendwann auch wichtig geworden, dass so. Menschen darauf achten. Wunderbar. Ich hatte eben schon mal Corona angesprochen. Und kannst du mal ein paar Worte dazu sagen, inwiefern ihr darunter gelitten habt, sicherlich mit Expeditionen, die nicht gemacht worden konnten. Aber deine persönliche Arbeit denn darunter leiden müssen oder hast du das nicht so sehr bemerkt? Naja, das war schon was, was auf jeden Fall einen Einschnitt verursacht hat, kann man schon sagen. Ich habe am Anfang, als ich sag mal nur Corona war, da war es noch so, da ging noch viel. Da konnte man ja eingeschränkt auch noch ein bisschen was machen. Gerade hier in Schleswig-Holstein ging ja eh mehr als vielleicht in anderen Bundesländern. Mhm. Aber gerade als es dann zum Lockdown kam, ich bin ja nun mal in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist eben eine Arbeit, die mit Kommunikation zu tun hat, die damit zu tun hat, mit Menschen zu arbeiten. Das hat sich natürlich direkt bemerkbar gemacht. Plötzlich konnte man nur noch einen weiteren Haushalt treffen. Das ist allein dann schon ein Problem, wenn man sagt, ich möchte vielleicht ein Video drehen. Da hat man normalerweise einen Kameramenschen und einen Menschen, der den Ton macht. Ja. Da ist man dann ja schon mit der Person, die gefilmt wird, mindestens zu dritt. Das ging dann natürlich alles nicht mehr. Und für mich hat das dann verursacht, dass ich angefangen habe, einfach alles selber zu machen. Da musste ich dann plötzlich auch einiges neu lernen. Da musste ich plötzlich lernen, selber zu filmen, selber den Ton zu machen, das hinterher auch alles selber zu bearbeiten. Und letztlich kann man sagen, das hat sehr viel verändert in meiner Arbeit. Für mich dann eben aber auch, dass ich dann auch viel Neues gelernt habe. Sehr schön, warst du denn der Allround-Man, ne? Alles gelernt und ja gut, das ist oftmals in solchen Situationen, wo man dann einfach sagt, gut, okay, das geht nicht anders, dann muss ich alles selbst machen. Und das Interesse muss dann ja einfach da sein, damit das Projekt oder das Objekt dann auch durchgezogen werden kann, nicht? Wir fangen wie üblich in meiner Sendung immer mit dem Geburtsdatum an. 8.9.86 in Göttingen. Schöne Jugend gehabt? Ja, also Göttingen ist eine super Stadt, um eine Jugend dort zu verbringen, kann man jetzt sagen. Ja. Es ist auch eine Studentenstadt, hat eine altehrwürdige Universität. Die Leute sind dann aber ganz genauso jung und freudig wie überall sonst, wo es eine Uni gibt. Und da habe ich natürlich profitiert. Ich bin da zur Schule gegangen, ich bin da aufgewachsen und habe auch mein Abitur in Göttingen gemacht letztlich. Aber das heißt, meine Jugend da war belebt und fröhlich. Und es ist ein sehr schöner Ort, weil es eine kleine Großstadt ist, in der man sich auch ausleben kann. Es gibt viel Kultur, es gibt viel zu entdecken und man kann sich aber trotzdem sehr frei bewegen. Jetzt hatten wir mal die Grundschule gesagt und dann kam mal Gymnasium gesagt und dann haben wir das Abi gemacht. Und wo hast du diese schulischen Zeiten verbracht? Alle in Göttingen? Ich bin meinen Schulweg komplett in Göttingen gegangen, tatsächlich. Bis zum Abitur? Komplett bis zum Abitur. Du hast während deiner Zeit, bevor du das Abitur gemacht hast, warst du mal im Ausland, nicht? Ja, genau. Während der Schulzeit war das. Während der Schulzeit, ah ja. Und wo ging es da hin? Ja, das war eine spannende Sache. Da habe ich nämlich ein Austauschjahr nach Brasilien gemacht. Das kann man in der 11. Klasse machen. Das ist dann tatsächlich eine Sache, von der man zu dem Zeitpunkt auch erfährt und auch Bescheid weiß. Da wird auch drüber informiert. Und für mich war das dann so, dass ich dachte, ja, Brasilien, da
das weiß ich nicht, irgendwie hat mich das gereizt. Ich kann das gar nicht so erklären, so rückblickend. Das war einfach was, da hatte ich irgendwie einen Bezug zu, so Südamerika, das hat mich interessiert. Ja. Und dann bin ich für ein Jahr, das ist dann interkultureller Austausch, nennt sich das, bin ich dann nach Brasilien gegangen mit dem AFS, dem American Field Service. Das sind so Organisationen, die sind spezialisiert darauf, das eben auch zu organisieren, dass man auch weiß, ja, die haben da Büros auch vor Ort, das hat alles seine Richtigkeit, dass man, ne, dass man sich auch so ein bisschen auf Sachen verlassen kann. Ja. Und dann ist man da ein Jahr in einer Gastfamilie. Und das heißt, dass da wirklich eine Familie vor Ort gesagt hat, wir nehmen eine Person auf. Ich bin dann da hingereist und war dann ein Jahr in Brasilien und habe wirklich mit einer Familie da gelebt, habe dann auch das klassische Essen dort gegessen, was es da so gibt, und habe auch diese ganze brasilianische Kultur, das brasilianische Leben, das alles wirklich einmal komplett mitmachen können. Das ist natürlich auch sehr spannend. Da, wo ich war in der Gegend, gab es auch diesen berühmten Karneval. Also diesen brasilianischen Karneval, den habe ich da natürlich auch mal mitmachen können. Das ist auch sehr lebhafte Erfahrung, die man dann da macht. Und da sieht man natürlich aber auch ganz andere Sachen als in Deutschland. Also allein schon, was den Lebensstandard angeht, auch wie so eine Familie lebt, was dann das Essen da täglich ist. Ich war auch in einer Familie, die, würde ich jetzt sagen, nicht gerade reich war. Also sie war nicht arm, aber sie war eben auch wirklich vielleicht gerade so nicht arm. Und das hat man dann auch schon gemerkt, so an der Wohnsituation oder an der Essenssituation. Und die haben sich trotzdem bereit erklärt zu sagen, wir nehmen dann für ein Jahr mal eine Schülerin auf. Das ist ja toll. Und zeigen der so unser Leben. Und das war, genau. Dann bist du zurückgekommen, dann hast Abi gemacht und dann bist du angefangen oder hast angefangen zu studieren. Dann auch in Göttingen? Da habe ich mich entschieden, jetzt war ich ja... Ja, 19 Jahre in Göttingen, jetzt reicht's. Ja. Minus das eine Jahr in Brasilien. Und bin dann für ein Studium nach Oldenburg gegangen. Ja. Da hat's mich schon so ein Stück weiter Richtung Norden gezogen. Da war ich dann im Nordwesten, also das Oldenburg in Niedersachsen ist das. Da muss man hier in Schleswig-Holstein immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt Oldenburg. Dann fragen immer alle, das in Holstein. Dann sage ich, nein, das Oldenburg in Oldenburg, das in Niedersachsen, das auch eine Uni hat. Habe da studiert und habe mich auch für ein Studium der Biologie entschieden. Aus dem Interesse heraus, das ich auch schon immer so hatte, am Umwelt- und Naturschutz. Ah ja. Mhm. Anschließenden Studium zum Bachelor bist du dann danach wieder ins Ausland gegangen. Gab das denn da einen besonderen Grund? Oder? Das war einfach im Rahmen vom Studium. Das nennt sich dann Erasmus. Das kann man in so einem Studium sehr einfach machen. Da haben Unis so eine Partnerschaft. Und dann ist das eben einfacher, von Deutschland aus in ein anderes Land zu reisen. Hintergrund ist der, dass man normalerweise aufpassen muss, dass man in so einem Studium ja auch die Sachen anerkannt bekommt. Ja. Nicht alle Länder haben die gleichen Studienstandards. Mhm. Das ist eben immer so ein bisschen eine Sache. Und über dieses Programm ist das alles abgeklärt. Und man weiß dann, das kann man machen und das wird alles anerkannt. Und dann bin ich nach Finnland gegangen. Und Finnland ist eben auch was, ich wusste schon immer, der Norden, der fasziniert mich, der zieht mich an, da kann ich mit den Menschen gut. Ja, und dann bin ich eben mal so richtig in den Norden gegangen, kann man sagen. Und war dann tatsächlich 7 Monate für mein Studium in Finnland. Und habe da wirklich dann auch den Norden in seiner vollsten Kälte und Dunkelheit, aber eben auch natürlich im Sommer dann mit durchgehendem Licht zum Beispiel erlebt. Also auch eine ganz neue Einsicht. Hat ja auch viele Erfahrungen, nicht? Viele Erfahrungen. Brasilien und dann Finnland, das sind ja nun Welten, ne? Kann man so sagen, das sind tatsächlich Welten, auch die Kulturen. Also wo Brasilien ist ja so ein Lebensland, wo die Leute tanzen und lebenslustig sind und aufgeschlossen. Und da muss man sagen, Finnland sehr ruhig, sehr ruhig. Das dauert lange, bis man an die Menschen rankommt. Und das war aber auch beides für mich wirklich passend. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Ich glaube, ich bin da auch einfach für diese Kulturen einfach sehr offen gewesen und hatte so das Gefühl, irgendwo lernt man ja auch immer nette Leute kennen und die finden dann schon auch zu einem. Und das hat sich auch immer als wahr herausgestellt, muss ich sagen. Ja, das ist ein tolles Land, Finnland. Dann bist du zurückgekommen und hast ein Praktikum begonnen. In welche Richtung ging das dann? War das einfach, etwas zu finden oder wusstest du von vornherein, da möchte ich gerne hin und hat es dann auch geklappt, so wie du das ganz gerne wolltest? Ja, Praktika habe ich nach meinem Studium begonnen. Das war etwas, wo ich sagen muss, ich musste mich da schon hinterklemmen. Das ist mir nicht in den Schoß gefallen. Ich schätze mal, das wird den meisten Leuten so gehen. Und ich hatte tatsächlich 2 Praktika, die beide sehr spannend waren. Das eine war im Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Da wollte ich mal so ein bisschen ausprobieren, wie ist das eigentlich mit Tieren zu arbeiten. War auch interessant. Also da tatsächlich mal irgendwie auch so ein Wasserschwein mal irgendwie zu
pampern und dem mal Futter zu geben. Und das andere war ein Praktikum bei Greenpeace in Spanien. Und auch das wirklich eine ganz andere Erfahrung. Da dachte ich gucke einfach mal, wie arbeitet eigentlich so eine Organisation? Kann mir ja nur helfen, wenn ich so in so eine Richtung Naturschutz will. Habe ich mir das mal angesehen, ja. Und dann war ich da in Spanien und das war wirklich ganz neuer Eindruck. Ist ja natürlich auch eine Organisation, wo man sagen muss, die sind jetzt vielleicht auch ein bisschen wilder als so der Naturschutz normalerweise. Und da hatte ich dann wirklich die Gelegenheit, auch mal auf so ein Schiff von denen zu kommen. Und das war nun wirklich was Neues. Ja. Ich war vorher noch nie auf so einem richtigen Schiff gewesen. Das war wirklich meine erste Möglichkeit, mir so ein Schiff mal von innen anzusehen, auch mal in einem Maschinenraum zu sein. Und da habe ich dann so Bootstouren machen können für SpanierInnen, die ich dann geführt habe, weil ich auch so ein bisschen aus der Schule noch Spanisch konnte und Englisch konnte ich und Deutsch. Und in Spanien sind ja eben auch viele Deutsche, also das war tatsächlich dann sehr gut, genau diese Kombination. Und dann wurde erst mir das Schiff gezeigt, dann wurde ich so ein bisschen eingewiesen und konnte ich anderen das Schiff zeigen. Und da habe ich dann auch mal so richtig Einblick gekriegt, wie arbeitet diese Organisation eigentlich. Ja, da warst du ja schon eigentlich schon voll am Ball, nicht? Mit vielen verschiedenen Ländern und vor allen Dingen verschiedene Tätigkeiten, nicht? Das war ja schon hochinteressant und du warst auch noch verhältnismäßig jung dann immer noch, ne? Genau, ich war dann noch recht jung und konnte dann in Spanien natürlich auch, wie du sagst, einen guten Einblick in so Umweltschutz bekommen. Bundesverband Berlin kam dann erstmal Rügen, und über Rügen brauchen wir gar nicht, gehen wir da mal ganz kurz drüber weg, aber dann kommt der Bundesverband. Was hattest du da für eine Tätigkeit? Ja, das war der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und BUND kennt man den gemeinhin und das ist eine Organisation, die sich ja nun wirklich für den Naturschutz einsetzt. Da ist sie eben ursprünglich auch gegründet worden aus dem Bereich und das war wieder dann was, wo ich gesagt habe, in dem Bereich möchte ich ja auch. Und in Berlin habe ich dann die Möglichkeit gehabt, da eine Zeit lang eben mit tätig zu sein und auch einfach mal so ein bisschen die Erfahrung zu sammeln. Ja, und vor allem, man muss auch wissen, in dem Bereich ist Netzwerken ganz wichtig. Also man muss einfach Leute kennen, man muss so ein bisschen einfach hier und da seinen Namen auch mal streuen, damit man Möglichkeiten hat, in dem Bereich Fuß zu fassen. Es gibt da einfach nicht viele Stellen, das ist dafür wichtig. Und in Berlin war natürlich dann der Hauptsitz von dem BUND, einfach weil es eben die politische Stadt ist in Deutschland und es natürlich für den Naturschutz auch wichtig ist, ja, politisch auch so ein bisschen da tätig zu sein. Und da konnte ich dann 9 Monate eben auch gute Einblicke bekommen. Ah ja, und dann kam der Landesverband Schleswig-Holstein. War das denn gewollt von dir, in den Norden zu gehen? Und das ist dann ja auch gelungen. So kann man das sagen. Der Norden ist einfach was, das merkt man ja auch in meinem Leben. Ich bin immer wieder eigentlich in den Norden gegangen, wenn ich konnte. Ja. Und an Berlin habe ich schon gemerkt, Berlin ist spannend, das ist kulturell toll und kulinarisch. Aber mein Herz ist einfach im Norden. Was soll ich machen? Da musste ich natürlich zurück in den Norden und habe dann diese Gelegenheit genutzt, zum BUND-Landesverband nach Schleswig-Holstein, also auch nach Kiel zu kommen. Und das war auch Liebe auf den ersten Blick hier mit Kiel. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich trat aus dem Bahnhof, die Möwen schrien. Ich sah das Wasser und merkte, hier bleibst du. Ja. Hier willst du sein. Und dann hat das auch funktioniert. Und ja, sieht man ja, jetzt bin ich auch hier. Wunderbar. Wir kommen jetzt mal zu 2019 an, Christine. Da war etwas ganz Besonderes. Ein ganz besonderer Vorfall. Kannst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen? Also 2019, gut, da habe ich bei einer Aktion mitgemacht. Ja. Und zwar gab es da die Option, zusammen mit dem Hempels Straßenmagazin hier aus Schleswig-Holstein, der Straßenzeitung, auf die Situation von wohnungslosen Menschen aufmerksam zu machen. Das nannte sich The Big Sleep Out. Und das wurde unterstützt unter anderem zum Beispiel vom Wacken. Das kennt man ja vom Festival, ne? Das große Festival. Und dann haben die aber gesagt, ja, das ist eine wichtige Sache, diese wohnungslosen Menschen, da wollen wir auch was machen und haben gesagt, wir unterstützen diese Aktion. Und zwar geht es darum, dass man da tatsächlich im Dezember eine Nacht draußen schläft. Ja, ist vielleicht nicht das, was man so unbedingt machen möchte, aber darum ging es ja eben zu sagen, ja gut, Leute, die jetzt keine Wohnung haben, die müssen jetzt auch draußen schlafen. Probiert doch mal aus, wie sich das anfühlt. Und der Hintergrund war natürlich, dass man dann Spenden sammeln konnte für zum Beispiel das Hempels Wohnungsbauprojekt. Und deswegen war das dann so geplant, dass das Wacken gesagt hat, wir unterstützen es. Dann haben die da wirklich auch die Kuhle gestellt. Also das ist der Ort, wo das Wacken ursprünglich sein erstes Open-Air-Festival hatte. Mhm. Und dann konnte man da tatsächlich im Dezember eine Nacht unter freiem Himmel schlafen. Man durfte zwar seinen natürlich Schlafsack und Isomatte mitbringen, aber da war sonst nichts, ne? Keine festen Wände und nichts.
Und man denkt ja, oh, im Dezember, da hat man natürlich Angst vor der Kälte. Nee, im Dezember hat man in Schleswig-Holstein Angst vor der Nässe, weil die Kuhle, der Name ist Programm, das ist halt wirklich eine Kuhle. Und da war tatsächlich dann auch schon ganz schön viel Schlamm. Und da haben wir dann echt versucht, noch zu irgendwie einen trockenen Platz zu finden, dass man zumindest seine Plastikplane auf dem Boden ausbreiten kann und da eine Nacht wirklich schlafen kann, ohne dass einem das da irgendwo reinläuft. Ja. Genau, war dann eine sehr interessante Aktion und wurde dann auch von vielen unterstützt und hat dann auch schöne Sache, viel Öffentlichkeit bekommen. Ja, vor allem, weil man da auch mal richtig merkt, wie schnell das gehen kann. Ja. Das war die Einsicht, die ich da gekriegt habe. Da haben auch ein paar wohnungslose Menschen berichtet, wie das bei denen war. Und da hat man gemerkt, das braucht nicht viel. Die hatten teilweise sehr erfolgreiche Lebensläufe bis dahin gehabt. Das war einfach ein Schicksalsschlag. Und dann war es vorbei, ne? Neue Erkenntnis, ne? Ganz genau. Wir kommen jetzt zu 2020, ein Jahr weiter. Geh mal, Glücksfall, gewollt oder Zufall? Das Geomar war wirklich ein Glücksfall, kann man ganz genau so sagen. Das ist ein wunderbarer Arbeitsplatz, der mich immer wieder neu fasziniert. Das war gewollt. Ich habe gesehen, da war eine sehr interessante Stelle ausgeschrieben, die mich dann auch, da vertrete ich jetzt drei Ozeanprojekte vom Geomar. Die nennen sich Cusco, Eva und Rebus. Und das sind Projekte, die sich eben mit dem Einfluss des Klimawandels auf wichtige Gebiete im Meer beschäftigen. Und als ich diese Stelle sah, habe ich gemerkt, ja, die wird mich sehr weiterbringen und habe mich darauf beworben, die zum Glück auch bekommen. Ja, und jetzt ist es so, dass ich da wirklich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also die gesamte Kommunikation für diese drei Projekte Cusco, Eva, Rebus eben aufbaue und da dann auch darüber berichte, was macht eigentlich der Klimawandel mit unseren Meeren. Interessante Aufgabe. Wir kommen jetzt zu einer Expedition seit 2020, wo natürlich jetzt Corona mit hineinspielte. Diese Sache hast du natürlich bearbeiten müssen und auch sehr, sehr, sehr stark verfolgen müssen. Kannst du da mal erzählen, was für eine Expedition das war? Auf dem Lande war das eine und wo war das? Das war eine Forschungsexpedition, um die es da geht. Corona war ja sowieso ganz schwierig für diese drei Projekte. Also man kann sich vorstellen, bei Ozeanprojekten gibt es eben viele Forschungsfahrten. Da sind natürlich sowieso schon ganz viele ausgefallen aufgrund von Corona. Ja. Und da war es jetzt aber so, bei dem einen Projekt, dem Projekt Cusco, das ist deswegen wichtig, weil es da um ein Gebiet geht, das auch für uns Menschen sehr viel Bedeutung hat, um ein Gebiet, das auch für die Fischerei sehr wichtig ist, was wir tatsächlich hier in Deutschland auch merken würden, wenn da der Klimawandel jetzt einen negativen Einfluss hätte, weil der Fisch dort oft zur Zucht von, ja, so Aquakultur hier verwendet wird. Ja. Also, dass bei uns tatsächlich auch unser Fisch betroffen wäre, wenn da was, ne, der Einfluss vom Klimawandel sich zeigt. Und da wollten die WissenschaftlerInnen das natürlich vor Ort untersuchen. Das ist vor der Küste von Peru. Und sind da also, haben so ein sogenanntes Feldexperiment dort durchgeführt, waren also wirklich da im Ozean und haben da Tests gemacht. Und ja, das, was sich hier gezeigt hat, Anfang 2020, als ein, ich sag mal, milder Covid-Corona-Lockdown, wo wir ja alle noch ein bisschen vorsichtig waren, weil wir noch nicht so richtig wussten, was ist das eigentlich für ein Virus, nee. Das sah da halt anders aus. Das war da rigide. Und dann wurde da innerhalb kürzester Zeit wirklich unheimlich viel dicht gemacht. Das kann man auch gar nicht vergleichen mit hier. Das war wirklich teilweise so, dass die Leute da gar nicht mehr auf die Straße durften. Da gab es Ausgangssperren, dann durften die nur an bestimmten Tagen einkaufen gehen und teilweise getrennt nach Passnummern zum Beispiel. Also das kann man sich gar nicht vorstellen hier. Das Gesundheitssystem ist da ja auch einfach ganz anders als hier. Und dann betraf das natürlich auch die WissenschaftlerInnen und nicht von einem Tag auf den anderen, aber innerhalb relativ kurzer Zeit stellte sich raus, dass die ja auch erstmal gar nicht zurückkommen konnten, weil ja die Flüge alle zu, ja, also dicht waren, die Flughäfen. Und auf einmal saßen die da und das war für die natürlich auch eine ganz schöne Schocksituation, weil die jetzt auch nicht wussten, was passiert, wann kommen wir wieder zurück, wie wird sich das jetzt entwickeln. Ich muss dazu sagen, ich war da nicht dabei, ich habe das halt erzählt bekommen, ne? Und das ist dann wohl wirklich so abgelaufen, dass die dann ja mit der deutschen Botschaft in Kontakt getreten sind, um eben zu erfahren, wie kommen wir jetzt überhaupt zurück und was sollen wir jetzt machen. Und für die war das auch sehr herausfordernd und die konnten zum Glück unter Auflagen noch ein bisschen ihre Forschung weitermachen. Ich glaube, das hilft dann auch, so ein bisschen so ein Ziel noch zu haben und zu wissen, ich kann jetzt hier wenigstens auch meine Passion noch ein bisschen ausleben so. Aber das hat sich dann bis zum Ende, so war das schon ein spannender Krimi, wie das jetzt weitergehen würde. Und als sie dann zurückgekommen sind, ne, die wurden dann natürlich zurückgeholt, mussten ja aber auch alle Proben, alles da zurücklassen. Und einige Proben müssen durchgehend bei minus 80 Grad gekühlt werden, damit die überhaupt zu gebrauchen sind. Das war bis zum Ende nicht klar. Können wir das jetzt überhaupt verwenden?
was ist jetzt damit? Und das hat dann auch über ein halbes Jahr gedauert, bis die jetzt wirklich in Deutschland angekommen sind, die ganzen Sachen. Da können die jetzt erst teilweise weiterarbeiten, ne? Das verzögert sich jetzt alles. Weil das natürlich bis zum Ende auch, da wusste niemand, was passiert da jetzt. Ja, wie groß war die Mannschaft? Also jetzt hier vom Geomar aus, das waren bestimmt schon um die 50 Leute, allein hier aus Deutschland. Und da kamen dann ja auch noch WissenschaftlerInnen vor Ort zu, also insgesamt bestimmt 80 Leute, die es betroffen hat. Die Leute vor Ort, die konnten natürlich dann relativ schnell nach Hause, die mussten dann ja auch zu Hause bleiben, die hatten ja Ausgangssperre. Mhm. Ja, und bei den Deutschen, wie gesagt, das ja, waren bestimmt 50. Und die waren dann lang, wie du gesagt hast, ein halbes Jahr, bevor die dann zurückkommen durften. Genau. Etwa. Ja, genau. Das war etwa, also nee, die sind da mehrere Monate, die waren dann circa von Februar bis April. Und die Proben und die ganzen Sachen, die sie da dann zurücklassen mussten, das hat dann nochmal mindestens ein halbes Jahr gedauert. Und ja, das, oder also mindestens die ersten Proben, die kamen nach einem halben Jahr. Also es hat sich insgesamt jetzt um beinahe ein Jahr alles verzögert, dass man diese ganzen Proben jetzt auswerten kann und alles. Ja, waren die denn überhaupt noch zur Auswertung bereit? Oder war das eine oder andere dann, dass man sagen konnte, okay, das hat eben, war nicht kalt genug gelagert, da können wir nichts mit anfangen. War das eine oder andere dabei oder war das alles noch verwendbar? Ja, da kann man tatsächlich von Glück reden. Da ist vielleicht ein kleines Wunder passiert, dass tatsächlich die Proben alle noch zu gebrauchen waren. Da war ja wirklich die Angst, diese Proben, die da durchgehend gekühlt werden müssen. Allein wenn man das aus Peru organisieren muss, wäre das ja schon schwierig gewesen. Aber aus Deutschland nach Peru in einem Corona-Lockdown zu organisieren, dass da Proben bei minus 80 Grad durchgehend gekühlt werden. Aber es hat funktioniert. Die sind zu gebrauchen und jetzt kann es halt auch langsam an die Auswertung gehen. Ja. Na Gott sei Dank, dann war das nicht ganz umsonst. Es war nicht ganz umsonst, nee. Es war nur bis zum Ende ein Hoffen, Bangen und niemand wusste, was wirklich passieren würde. Ann-Christine, wir kommen jetzt mal zu einer Leidenschaft. Dadurch, dass du, das haben wir nur alles erfahren von dir, dass du sehr oft ja auch umgezogen bist, hast du eine Leidenschaft, oder kannst du jetzt einer Leidenschaft nicht mehr nachkommen? Was für eine Leidenschaft war das? Und warum konntest du dann diese Leidenschaft nicht mehr durchführen? Ich bin einfach oft umgezogen in meinem Leben, weil, wie man ja mitbekommen hat, ich einfach auch schon viele Sachen ausprobiert habe und viel gemacht habe. Ich spiele unheimlich gern Theater. Aber fürs Theaterspielen braucht man natürlich eine feste Truppe. Ja. Und ich habe das im Studium auch viel gemacht. Da haben wir auch mal ein Stück aufgeführt. Die Spielverderber von Michael Ende, ganz tolles Stück auch. Und ich vermisse das sehr. Also ich habe auch Impro-Theater gemacht und habe das schon immer gern gemacht, auch in der Schulzeit. Aber das ist jetzt eben was sich natürlich schwierig umsetzen lässt, jetzt so mit dem Hin- und Herziehen bis jetzt. Und da muss ich sagen, dass ich jetzt dadurch, dass ich natürlich hier in Kiel so ein bisschen mehr angekommen bin, ich auch einfach langsam mal gucke, ob ich das nicht wieder aufnehme. Das ist aber was, wenn man regelmäßig mal hier, mal da ist und mal neue Sachen kennenlernt, dann lässt sich das schwierig umsetzen. Also so für ein paar Monate kann man sowas einfach nicht machen. Ja, aber du hast natürlich jetzt, dadurch, dass du eine Anstellung hast, die dir sehr viel Spaß macht, das merkt man ja auch durch dein Erzählen, wirst du sicherlich erstmal in Kiel bleiben, denke ich mal. Und dann gibt es hier die Möglichkeit des Theaterspiels, die ist ja sehr groß in Kiel, nicht? Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und da wirst du dich daran dann irgendwann mal darum kümmern können. Und sicherlich auch dann ein ganz tolles Hobby haben. Oder gibt es noch andere Hobbys? Ich habe tatsächlich viele Hobbys. Theaterspielen gehört natürlich dazu. Und jetzt, wenn sich das mit der ganzen Lage ein bisschen entspannt, wird das sicherlich auch wieder dazugehören. Aber da sind definitiv noch andere Sachen mit bei. Zum Beispiel, ich gucke ja unheimlich gerne Fußball. Ich muss auch sagen, ich war ja sehr froh, dass der Ole Werner hier auch schon mal zu Gast war. Das ist ja so ein bisschen eine kleine Ikone für mich. Also da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, denn die Störche ja trainiert hier, also die Kieler Mannschaft. Und wenn das dann wieder geht, würde ich natürlich irgendwann auch wieder ins Stadion gehen und auch gerne Fußball gucken zum Beispiel. Oder auch, ich tanze ganz gerne. Das ist auch so ein Hobby, das ich gemerkt habe, dass ich ganz gerne mache. Das habe ich auch hier zufällig in Kiel mal einen Tanzkurs belegt und gemerkt, Mensch, das liegt mir total. Ja. Und das ist was ich auf jeden Fall weitermachen werde, sobald das eben alles wieder geht. Wenn es alles wieder geht, ja. Jetzt nochmal zum Fußball ganz kurz, Brasilien. Da gibt es ja nun auch eine Ikone, aber damit hast du keinen Kontakt gehabt. Oder hast du dann zum Fußball Kontakt gehabt in Brasilien? Denn das ist ja Brasilien und Fußball, das kann man ja in einem Satz zusammen sagen. Das gehört ja einfach zusammen, ne?
Das stimmt, das ist tatsächlich was, wo ich mir auch immer viele Freundschaften dort machen konnte, indem ich gesagt habe, hier, ich gucke übrigens ganz gerne Fußball. Das war natürlich praktisch. Dann haben die Leute gesagt, ach, wunderbar, dann lass uns doch mal abends irgendwo hingehen, dann gucken wir zusammen Fußball und können vielleicht ein bisschen was essen. Und dann haben wir das gemacht. Und so findet man auch super Zugang zu Leuten, auch in vielen Kulturen. Sport ist was, wo ich sagen muss, da findet man wirklich in vielen Kulturen tatsächlich gut Bekanntschaften. Ja. Dann hat man einfach schon mal was, worüber man redet. Ne? Muss nicht gleich so tiefgründig sein, okay. Aber dann kann man mal einen Abend eine Pizza gemeinsam essen und mal über Sport reden. Und das ist, finde ich, immer ein ganz guter Einstieg. Und da hat mir schon viel weitergeholfen, die Liebe. Ja, schön, wunderbar, das war prima. So, da du nur stationär in Kiel bleiben wärst, sicherlich. Oder hast du irgendwann mal Gedanken, deinen Job nochmal zu wechseln? Oder denkst du mal dran, gut, okay, 10 Jahre und dann vielleicht mal was anderes? Oder ist es für dich jetzt eine feste Sache, wo du sagst, hier bleibe ich und das ist für mich eine Lebensaufgabe? Was für mich schon immer klar war, ist, das sieht man ja auch an meinem ganzen Leben, selbst wenn ich mal kurzfristig woanders war, mich hat es immer in den Norden gezogen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ich bin Nordkind, ja, im Herzen. Also das ist gar nicht immer nur, wo man aufwächst, ne, sondern das ist wirklich, was einem liegt. Und ich habe gemerkt, der Norden und ich, wir zwei, wir klicken. Wir gehören zusammen und ich werde auf jeden Fall hier im Norden bleiben. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt ja auch viel gemacht und mir steht jetzt nicht der Sinn, noch so viel umherzuziehen, weil ich ja einfach schon Zugvogel gewesen bin. Und jetzt ist es auch für mich ganz okay, einfach zu sagen, nee, aber wenn ich immer wieder in den Norden gekommen bin, dann bleibe ich da jetzt auch einfach mal. Ja, okay. Also es kann irgendwann mal passieren, dass dir irgendwas angeboten wird oder dass du irgendwas siehst und dass dann doch ein Wechsel möglich wäre. Ich meine, du bist ja immer noch jung und vielleicht das eine oder andere vielleicht doch noch interessanter sein kann oder könnte als das, was du jetzt machst, oder? Naja, sag niemals nie. Ich muss schon sagen, so, ich sehe nicht unbedingt, dass es mich jetzt aus dem Norden noch groß wegziehen wird. Also es ist wirklich was, von dem ich denke, was weiß ich? Ich kenne die Zukunft ja auch nicht. Aber ich muss schon sagen, dass ich hier wirklich gerne bin. Und das hat viel mit dem Menschenschlag zu tun. Und ich denke, das ist schon sehr bezeichnend, zu sagen, diese Menschen, die es hier gibt, die liegen mir, ja. Also es ist ja nicht mal nur, dass es hier so schön ist, das ist es auch, aber es sind vor allem die Menschen. Ich komme hier gut mit denen zurecht und die mit mir. Ich denke, das ist was, das möchte ich einfach gar nicht mehr hergeben. Und hinzu kommt Geomar dann auch noch. Genau, und da bin ich natürlich auch gerne. Ja, und auch glücklich. Ja. Ja, wie schön, prima. Da hast du ja irgendwann mal durch deine viele Raserei ja dann irgendwann doch mal den Endpunkt gefunden. Einmal, weil du den Norden liebst und zweitens auch einen tollen Job auch noch dazu. Wir kommen jetzt mal dazu, Hobby hatten wir ja jetzt, das waren doch einige, und die du irgendwann mal wieder nach Corona-Zeiten dann auch richtig verfolgen kannst. Fußball, Tanzen und Theater spielen. Und jetzt kommen wir eigentlich mal dazu, Urlaub. Du hast viele Länder gesehen, aber gibt es, wenn du Urlaub machst, da steht dir ja nun zu in deinem Beruf, gibt es da ein besonderes Ziel oder lässt das so auf dich zukommen, dass du sagst, ach, ich möchte eigentlich mal dahin oder jetzt habe ich da irgendwas gelesen, da möchte ich auch mal hin? Oder gibt es ein besonderes Ziel, wo du sagst, da mache ich Urlaub, das liebe ich einfach? Das tatsächlich, am liebsten fahre ich im Urlaub nach Deutschland. Ich muss sagen, Deutschland ist so vielfältig. Ja. Das ist ja wirklich, ich steige hier oben im Norden in den Zug, dann schlafe ich ein, dann wache ich auf im Süden und die Landschaft ist völlig anders. Oder wenn ich von Ost nach West reise oder andersrum, das ist ja so divers hier. Und ich bin so gern in Deutschland, das hin und her zu reisen und hier einfach mein Land zu entdecken und zu erkunden. Und es gibt ja so viele Orte, die ich auch noch nicht gesehen habe. Da muss ich sagen, das ist wirklich mein Lieblingsurlaubsziel und ich mache unheimlich gern tatsächlich auch hier Urlaub, wo ich lebe. Gebe ich auch ehrlich zu. Ich weiß, die meisten Leute brauchen mal so einen Tapetenwechsel. Ja. Aber für mich ist das oft so, dass ich das Gefühl habe, ich kann ja auch einfach mal ein paar Tage hier in Schleswig-Holstein zelten fahren, ne? Oder Niedersachsen zum Beispiel. Das ist ja schon total anders. Allein, dass man irgendwie mal seine Stadt verlässt. Und selbst in Kiel gibt's tolle Strände. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, ich verlasse mal das Land, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem noch in den Niederlanden Urlaub machen. Oder vielleicht wirklich in Schweden, Dänemark. Ich war noch nie in Norwegen. Da möchte ich unbedingt mal hin. Ich bin so gerne im Norden und war noch nie in Norwegen. Ja. Und das ruft mich natürlich auch. Und ich denke, das sind so eher meine Länder. Also die liegen schon sehr nah hier. Ich glaube, das ist wirklich einfach was, wo ich denke, das passt dann zu mir und da möchte ich dann auch gern hin. Und wenn es mich nochmal in ein ganz anderes Land verschlägt, dann wird es mir schon auch gefallen. Bis jetzt hat es mir überall gefallen, weil ich einfach offen bin für andere Kulturen und für Landschaften. Aber es ist schon so, dass ich denke, so, wenn ich es mir selber aussuchen kann, bleibe ich in der Gegend. Gut, nordische Länder. Und das sind ja alles keine riesen Entfernungen.
Insofern ist das natürlich verhältnismäßig einfach zu bereisen dann. Ja, genau. Gut, Christine, wir haben jetzt eine Menge gehört von dir. Du bist ja noch jung, aber hast trotzdem eine Menge erzählen können hier. Das war ja hochinteressant. Und ich möchte dich jetzt nach einer Sache fragen. Das ist immer so zum Abschluss unseres Gesprächs. Gibt es irgendwas Besonderes bei deinen vielen, vielen Erlebnissen, die du hattest, wo du sagst, okay, viel erlebt, viel gesehen, aber da war doch eins, da denke ich ab und zu mal dran, das hat mich besonders begeistert oder das war besonders schön. Tatsächlich, einmal habe ich Urlaub gemacht mit meinen Naturschutzfreunden aus Bayern. Da war einer von denen, war aus der Slowakei und hat gesagt, kommt, ich zeige euch mein Land. Und ich dachte auch, Mensch, ne, Natur in der Slowakei, die sieht natürlich ganz anders aus als hier. Wir sind hier ja schon sehr besiedelt in Deutschland. Das ist in der Slowakei natürlich alles noch ein bisschen unangefasster. Da hat man noch ganz große Wälder. Da dachte ich, da, was für eine Chance. Ja, und dann sind wir da hingefahren und das war schon auf dem Weg, so die Erzählung. Und wir versuchen, Bären zu beobachten. Ah. Und ich dachte schon so, das wird ja spannend. Man muss jetzt dazu wissen, bei allen Reisen, ich bin trotzdem nicht so abenteuerlustig, sondern ich mag das immer gern, wenn das so ein bisschen, ja, alles im Rahmen von Leuten ist, die ich kenne und so und ein bisschen, ne, so entspannt. Und dachte schon, na gut, ein bisschen wandern, was, ne, wird schon gehen. So, und dann waren wir da in einem Wald und da war auch ein Förster mit bei, also ein Mensch, der sich da auskannte vor Ort und hat uns dann tatsächlich auch in so eine Gegend geführt, wo es Bären geben sollte. Und ich dachte noch, na ja, gut, Bären, die, ja, wenn die Menschen riechen, die rennen ja weg. Also die haben ja kein Interesse daran, Menschen zu treffen. Auch da nicht, ne? Die sind, an sich sind so Wildtiere völlig ungefährlich, wenn man halt auf sich aufmerksam macht und die wissen, dass man kommt. Und ja, dann sind wir natürlich da auf so einen kleinen Weg gegangen, in den Wald rein. Und der meinte, ja, hier, wir versuchen mal so ein paar männliche Bären zu beobachten. Weil bei männlichen Bären, die sind relativ, die verziehen sich dann, wenn die eins sehen. Ja, und dann hören wir es neben uns so rascheln. Wir sind schon mitten in so einem Wald an so Abhängen, wo man auch links und rechts nirgendwo lang kann, weil es so steil ist, nur dieser kleine Weg. Und dann rennt plötzlich neben uns auf so einem steilen Abhang, rennt so ein kleines Bärenjunges lang. Und wir schon so, oh, das ist jetzt aber schlecht. Und dann richtet sich vor uns irgendwie auch in relativ naher Entfernung, es war vielleicht 20, 25 Meter weg, das ist ja nichts für einen Bären, richtet sich die Bärenmama auf und guckt, was da los ist. Dann waren wir wohl gegen den Wind und dann hat die uns halt nicht gerochen und das Bärenjunge auch nicht. Das hat uns dann aber gesehen, ist in voller Panik zur Mutter gelaufen und hat dann angefangen, da rumzuwinseln. Und wir schon so, oh. Das ist jetzt aber gefährlich, weil so eine Bärenmama mit einem Jungen, das ist halt eine andere Geschichte als ein Bärenmännchen. Ne? Ein Bärenmännchen sagt, nee, kein Stress, ich gehe weg. Eine Bärenmama sagt, aha, ihr greift also mein Kind an. Das gibt Ärger. Und wir standen da schon so, oh, und wollten uns umdrehen und weggehen. Und dann sehen wir von unten am Hang, kam eine zweite Bärenmama mit ihrem Jungen. Okay. Und in dem Augenblick, der Förster so zu uns, schnell weg. Und man muss dazu wissen, man darf dann nicht rennen. Aber in so einer Situation will man rennen. Also es war wirklich so, dass wir uns umdrehten und wir hatten ja auch nur diesen schmalen Pfad und wirklich versucht haben, so ganz langsam, aber trotzdem möglichst schnell, ohne zu rennen, von diesen Bären wegzukommen. Und dann rannte auch schon das Bärenjunge vor uns irgendwie, wollte den Pfad kreuzen, weil das so voller Panik war. Und wir wussten, wir mussten vor diesen Bärenjungen über diesen Pfad rüber und oh, es hat zum Glück alles geklappt. Aber ich habe meinen Naturschutzfreunden auch gesagt, so, nächstes Mal, wenn ihr sowas plant, bitte nehmt mich nicht mit. Die eine Story, die reicht, die erzähle ich jetzt auf Partys. Danke, aber nie wieder. Eine schöne Geschichte. Ann-Christi, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst. Hast du schöne Sachen erzählt und auch interessante Sachen. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Bleib gesund und viele, viele Jahre noch in deinem Job, wo du dann vielleicht die Möglichkeit hast, auch noch aufzusteigen. Und dann auch noch mal die restlichen Länder im Norden, die dich begeistern und die du gerne sehen möchtest, noch zu besuchen. Und zwar Kiel ist ja natürlich ein entscheidender oder einfacher Ausgangsort, in die nordischen Länder zu kommen. Ich wünsche dir, wie gesagt, noch mal alles Gute und danke, dass du bei mir warst. Ja, danke, Gerhard. War auch total toll, hier zu sein. Sehr spannend. Dankeschön. Tschüss. So, meine Damen und Herren, nächste Woche haben wir noch eine Dame, Heike Wiese. Heike Wiese ist Naturwissenschaftlerin und die haben wir hier in einer Videoschaltung. Und zwar ist sie zurzeit in Tansania. Und zwar leitet sie da eine große Baumanpflanzung. Vielleicht haben Sie da meine Kindernachrichten von gelesen. Und da werden wir auch ein interessantes Gespräch führen. Tansania, Kiel, das wird eine tolle Sache. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch einschalten, dabei sind. Und für heute sage ich danke, dass Sie dabei waren. Tschüss und alles Gute.